Jo Leute, was geht und willkommen zu den Viertelfinalanalysen. Und keine Sorge, hier wird nicht gespoilert. Das Ding ist einfach das, es haben insgesamt nur 7 Leute eingereicht und für ein vernünftiges Viertel bräuchte man sogar 8. Das heißt, es haben über 50% einfach nicht eingereicht. Was wiederum auch bedeutet, dass ich absolut jeden weiterlasse, egal wie das Battle verlaufen wird. Somit kann ich jetzt schon die Paarung preisgeben, ohne irgendein Ergebnis in Anführungszeichen zu spoilern. Und die Leute haben genug Zeit, sich während die Runden kommen, schon mal auf die nächsten Gegner vorzubereiten und die Runde schon mal anzufangen. Die Paarung sieht wie folgt aus: Dew vs. Ninja, Team JBB vs. Laugenstange, Xenon und Seabear, also ich nenne es jetzt einfach mal Seabear vs. Stormy One, die Seabear, Zersiebear, meine Fresse sind das Wörter, vs. Justus. Und das ist jetzt auch der Turnierbaum, das heißt, wenn Dew gewinnt, muss er gegen Team JBB oder Laugenstange halten. Ich wollte eigentlich bei den anderen auch Bildern suchen, aber dann ist mir aufgefallen, okay, irgendwie zeigt sich fast keiner und der Wortwitz mit Xenon und Seabear zu Xibir hätte fast keinen Sinn gemacht, weil es keiner gecheckt hätte. Jetzt ist es halt so. Und wenn ihr dabei seid und ihr wollt Geld haben, dann würde ich mich jetzt ganz dringend anstrengen, weil die sind alle schon relativ nah am Preisgeld. Zeit habt ihr bis zum 4.10., also mehr als genug Zeit eigentlich. 3 Wochenenden könnt ihr damit reinballern und danach gibt es auch noch etwas mehr Frist für das Halbfinale. Einreichen wie gewohnt über WeTransfer und an die E-Mail rpgt@web.de oder ihr kontaktiert mich halt sofort über Discord oder so, Hauptsache ich bekomme es mit. Am besten wäre natürlich die Mail. Ich denke, das wäre es soweit fürs Paarungsvideo. Haut rein!